Herzlich willkommen zu Let's Play Poker Nummer 9, dem Charity-Event. Fabian ist wirklich gerade sehr gut und ich habe ja die private Wette, dass ich besser sein muss als er. Ja, beunruhigt mich, das, dass er sich langsam die 500er immer so mehr einkrallt. Außerdem bin ich gerade unentschlossen wegen der Hand. Macht mich echt fertig. Ansonsten ist unser Wer-wird-Millionär-Star raus. Oh, Drilling-Dame sogar jetzt hier. Sonst gewinnt er immer alles und jetzt ist er raus, ne? Stimmt. Ist, ja, ja, cool, selbst ne? Überall, wo er angetreten ist, hat er... Seine erste Enttäuschung seines Lebens. Oh, das ist peinlich, ey. Peinlich, peinlich. Und dann ging Michael Wendlers Vater, also, weißt du? Aber ich dachte irgendwie so, König, ey, sieht gut aus, komm, hast das höchste Pärchen. Wer kann wissen, dass der blöde Sack zu zack, zack, zwei Pärchen hat und dann noch gleich einen Drilling floppt. Ärgert mich. Naja. Nicht mehr arbeiten gehen, nur noch trainieren, pokern. Also nächstes Mal, wenn ich da nicht Erster werde, dann... Das ist schon, peinlich für mich, dass ich was von Fabian lernen muss, oder? Scheiße, ey. 20 Sekunden in Beeilung! Ich glaube, ich verliere. Zeit überspielen mit einem. Du kannst eine Pirouette drehen. Du musst Chips an die Katastrophe, er muss dreimal die Pirouette an die Bank abgeben. Und ich glaube, dann ist er mit dieser raus jetzt. Dann ist er raus! Ach, krass. Ich bin rausgeflogen, weil das Schicksal mich einfach raushaben wollte. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich hätte ich jetzt alle gerockt, aber das Wheel of Fortune hat mir nicht die Reise nach Jerusalem gegeben, sondern mich leider richtig bluten lassen, bis auf den Penny ausgedrückt. Schade. Ich habe auf den George gehofft, dass er mir mein gutes Blatt da durchreißt, aber leider hat das auch nicht geklappt. Also, was sollte ich machen? Mann, aber ich werde wieder dabei sein. Ich bin ganz heiß. Ich würde gerne Revanche annehmen. Wir haben gerade ein Polaroid-Bild gemacht, das wir verlosen werden. Ich würde es eigentlich behalten, das ist so cool geworden, aber wir müssen es verlosen, weil die Zuschauer haben es ja mehr verdient. Nein, wirklich. Da machen gerade alle Handyfotos davon, von dem Polaroid-Foto, weil sie es alle haben wollen. Mache ich jetzt auch übrigens. Zwei Könige. Und jetzt ist es. Eigentlich kann jetzt kommen, was will. Kedos ist raus. Selbst wenn Gabi jetzt noch den Buhmann dreht. Komplett raus. Hallo Deutschland. Es gibt auch nur einen einzigen Grund, warum ich heute bei Let's Play Poker so früh rausgeflogen bin. Naja, ich habe zwei Leute überstanden. Eine Person weniger als beim vorherigen Let's Play Poker. Das ist okay, aber ich habe es für Fabian Siegesmund getan. Ganz klar, das war alles inszeniert. Ich wollte, dass Fabian die Gelegenheit bekommt, das hier zu reißen. Und ich hoffe, das macht er auch. Ich hoffe, das macht er auch. Ich glaube ganz fest an ihn und bin im Herzen an seiner Seite. Siegesmund ist Love, Siegesmund ist Life. Annika und Kelly, ich glaube, ihr kriegt Zuwachs auf dem Sofa. Na gut, komm, ich drück mal natürlich auch. Ja, gut, danke schön. Aber da hatte ich echt eine glückliche Hand, das Ass am Anfang, ne? Ja. Ich bin raus, ich bin Sechster, ne? Ich glaube Sechster. Ja. Ich glaube, ich bin Sechster. Und ich hätte am Anfang nicht so offensiv spielen sollen. Ich habe irgendwann fast jede Hand weggeschmissen. Das war eigentlich ganz gut, weil dann konnte ich wieder aufholen ein bisschen. Und am Ende, da hat er mich echt gehabt, der Kevin, der Kev. Weil ich dachte, er blufft, weil er es oft getan hat. Aber nein, das war es nicht. Aber war schön, ich bin sehr zufrieden, weil mein Ziel war ja eigentlich, ganz ehrlich gesagt, ich will nicht als Erster rausfliegen, danach habe ich mein Ziel erreicht und ich bin erst als Dritter rausgeflogen, ja. Das heißt, ich habe quasi mein Ziel noch gesteigert.